Ja. Ich hoffe mal, die Jungs kommen von rechts. Damit sie nicht aus Versehen den da und die Goblins mitnehmen. Das wäre echt nicht schön. Und rechts von uns. Quasi direkt vor der Haustür. Okay. Das heißt, ich probiere was aus. Wedelzwerg. Kontrolle übernehmen. Ich stelle mich jetzt mal hier oben drauf. Ich stehe. Kommst du wohl mal. Ich stelle mich da oben drauf und versuche runterzuschießen. Also manuell hier runterzuschießen. Komm, kletter schneller, bevor er unten ist und wir nicht mehr draufschießen können. So, schieß mal. Mach mal was. Sei. Oh oh. Das war jetzt nicht so gut. Genau, du Kontrolle übernehmen. Lauf. Mann, ist der schnell hochgelaufen. Doch. Ja, und die kommen jetzt einfach alle drüber. Hm. Was? Du stehst auf seinem Schild, obwohl du auf sein Schild könntest und rüber könntest? Ihr macht komische Sachen da. Also die bauen Räuberleiter und schlagen trotzdem auf die Steine ein. Das ist schade. Sonst könnten wir alle hier nämlich stehen und da raufschießen. Nein, 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 nein. Das war nur ein Test. Das war nur ein Test. Wo sind die restlichen Zwerge? Da hinten. Bitteschön. Geht nach Hause. Okay, dann hackt einen Baum um. Ist okay. Solange ihr irgendwas macht und danach wieder in das Portal reingeht. Dann habe ich mal erwähnt, dass die Bögen echt nicht so toll sind, wie ich dachte. Ich versuche nämlich auf Distanz zu gehen. Das da. Guck dir das mal an. Das ist echt erbärmlich. Ja, mach was. Gut, wie sieht's hier aus? Die hauen immer noch unsere Steine zu Klump. Was viel zu lange dauert und wir haben es gleich wieder Tag. Ja, okay. Erfolgreich abgewehrt. Dank verbuggter KI. Weg, 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 weg. Steinblock weg. Okay. Und du bleibst jetzt da oben stehen. Ah ne, jetzt kommst du. Okay. Schieß. Genau, hinter der Tür. Hinter der... Volltrottel. Genau. Taka, 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 taka. Fast gewonnen, okay. Schießt, 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 schießt. Das hier sind die klugen Zwerge. Die doofen Zwerge wurden gerade recht brachial aussortiert. Und ins Bettchen geschickt. Hoffentlich hält die Tür noch eine ganze Weile. Das Ding da ist echt doof. So, besser. Okay, also im Kampffall die Tür hier zumachen. Tötet 10 Skelette. Ja, okay. Tötet immer die da. Piu, 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 piu. Mhm. Wenigstens erwachen sie doch aus dieser komischen Starre da, sobald sie angeschossen werden. Sonst wäre das absolut doof. Jungs. Genau. Piu. Weg mit dir. Weg, weg, weg mit dir. So. Also, wir haben ein Problem. Wir können da oben jetzt keinen Stein mehr setzen. Doch, können wir. Warte mal, du. Wedelzwerg. Kontrolle übernehmen. Stein. Dein. Sehr gut. Befreien, das war's schon. Kannst nach Hause gehen. Das Ding kann wieder auf. Wir brauchen jetzt Türen. Für Türen brauchen wir allerdings... Hatten wir nicht schon angefangen, die Türen? Nö, Holztür 0. Hey, Schlösser. Ein Schloss hatten wir gebaut, okay. Holz, Holz, Tür. Wir hätten gerne da eine Tür. Du musst eigentlich sterben, damit wir hier mal anfangen können, das hier wieder
runter zu mähen und dann hier runter zu graben und dann da noch eine Mauer zu bauen. Aber momentan haben wir hier nur eine Mauer. Und dann die Haustür. Und die meisten Zwerge sollten eigentlich schlafen, ne? Genau, geh schlafen, macht nichts, schläft, geht zum Lager, schläft. Was geht eigentlich? Und ihr nehmt mal das Portal hier bitte. Noch irgendein Zwerg auf Umwegen? Nö, okay. So, schlafen, 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 schlafen. Silber und Kohle. Was sagt unser Techbaum? Wir brauchen einen Kessel. Das ist leicht gemacht. Kessel. Techbaum. Eis. Info. 4 Schnee gleich 1 Eis. Haltbarkeit 6. Achso, wir könnten Eismauern bauen. Das wäre natürlich auch noch Stil. Wie viel Haltbarkeit hat Stein? 8. Boah, damit ist die Idee der Eismauer gestorben. Theoretisch, wenn man wirklich Ressourcenprobleme hätte, könnte man den ganzen Schnee immer wieder einsammeln, weil der spawnt ja neu. Und dann daraus Eis machen, das sind Eismauern. Aber nee, komm. Wir wollen ja unsere Steinmauern haben, dann ist gut. So, ihr seid am Ratzen, das ist okay. Wir haben genug Steine. Wir wollen eigentlich jetzt nur im Techbaum weiter vorankommen. Feuerstelle. Kessel. Wir haben nur ein Kohle. Holz. Holz. Kessel. So. Wo kommt der Kessel mal hin? Der braucht nicht viel Platz. Das machen wir einfach hier oben. Wo war mal. Hier kommen die Fahrstühle nachher hin. Nein. Okay. Dahin. Was haben wir denn so an Essen? Fett. Oh, Fett hat keine Info. Das ist komisch. Wir haben noch keine Rezepte, aber die kriegen wir gleich. Sobald die Feuerstelle platziert wurde, okay. Platziere die Feuerstelle. Bing. Magisches Licht, was total nutzlos ist. Und wir brauchen. Wir brauchen das Eis für Fleisch. Das heißt, wir bauen jetzt einen Eisblock. Zum, zum, zum. Eisblock. Stelle Eis her. Gegrilltes Fleisch. Braucht Kohle und wir haben keine Kohle. Das heißt, wir gießen. Oh, Eisen. Also wir machen jetzt hier ein Portal und bauen das alles ab. Ja, komm, alles ab. Graben. Graben, graben, graben. Ich will meine Scaffoldings haben. Dann müssen wir hier in die Rüstung weiter, richtig? Boah, ist das weit da. Zweite Reihe von oben. Also Holzrüstung. Haben wir inzwischen das Seil für die Holzrüstung? Ja, haben wir. Okay. Holzrüstung. 5 Seile. 5 Blätter, haben wir 20 Holz. Jo. Wir haben allerdings 6 Zwerge. Es geht sich nicht so ganz auf. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal für ein paar Leute Rüstung. Das ist gut. Ja, wir haben eine Holzrüstung geschaffen. Weiter, weiter. Weiter, weiter. So. Jungs, Jungs, was zappelt ihr da so rum? Wähle Zwerg, Kontrolle übernehmen. Dann halt so. Jetzt könnt ihr nicht mehr zuckeln. Bau das da ab. Oh, da ist auch noch Eisen. Sehr gut. Das weg. Doppelte Geschwindigkeit für schnelle Hacken. Das weg. So, gib ihm. Bogenschutz-Skill. Bogenschieß-Skill. Stahl wird auch noch schick. So, du weißt, was ich will, also machst du es einfach weiter. So, 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 so. So, so. So, so. Und dann ist euer Portal eh gleich weg. Zerstör. Genau, das da oben sollte noch aufgesammelt werden. Das da kann auch weg. Das da kann weg.
Da kommen wir nicht ran, aber das ist kein Problem, dann mache ich hier die Lücken mich gleich wieder zu. Das war ja irgendwann auch mal der Plan gewesen, dass wir keine Sachen mehr einfach so, also keine Höhle mehr einfach so dastehen lassen wollten. Wir wollten die alle wieder zumachen. Auch wenn das jetzt so im Nachhinein betrachtet doch ziemlich lange dauern könnte. Zu. Das musste trotzdem noch weg. Das kann zu. So, vor allem haben wir auch nicht genug Dirt dafür. Wo kriegen wir das Dirt hin? Her. Also wenn wir hier, stimmt, wir tragen hier oben das ab und machen unten damit die Höhlen zu. Das macht sogar Sinn. Und unsere Haustür ist zugeschneit. Stirbschnecke. Dickbaum, was sagst du uns jetzt? Holzzaun. Brauch, Holz, verlangsamt Gegner. Also es macht sogar einigermaßen Sinn, die aufzustellen. Und zwar hierhin, dahin. Das kommt weg. Denn ich hoffe mal, dass auf dem Holzzaun dann auch kein Schnee spawnen kann. Also so. Und da kommt eine Fackel hin. Später noch eine Tür, aber erstmal jetzt eine Fackel. Weil wir haben nicht genug Holz für alles. Unser Dach schneit zu. Ja, müssen wir gucken, wie wir das später lösen. Aber hier soll eigentlich noch eine Etage rauf, ne? Die eigentlichen Schlafkammern sollen ja nach da oben. Hier unten sollten die Schmieden und so weiter hin. Na gut, muss ich später gucken. Es fängt wieder an zu schneien. Okay, Zwerge. Einfache Geschwindigkeit. Ich gebe euch ein neues Portal nach hier hinten. Dann bringt bitte das Schaf um, hackt diese ganzen kleinen Minibäume hier weg. Und den großen da. Und die Wildschweine töten, weil es bald Lederrüstung gibt. Und das da sind eigentlich, glaube ich, Wildschweine. Nicht gegenseitig abschießen, ne? Nicht gegenseitig abschießen. Antumata! Donk. Also die sind bei weitem nicht so aggressiv wie die Wildschweine. Haben aber Leder und Fleisch und Knochen ganz normal dabei. Oh, sehr schön. Das und das und das später. Und unbedingt darauf achten, dass das Portal nicht zugeht, sonst müssen sie viel zu weit laufen. So. Schaut's hier unten aus? Das kann weg, das kann zu, das kann zu, das kann zu. Das hier oben könnte später noch alles zu, was machen wir auch nochmal. Da kann nicht zu, weil da unten wollen wir noch graben. Portal, da. Kohle hätten wir ganz gerne. Und das Eisen und das überhaupt. Wir können ruhig ein, zwei taktische Fackeln hier verteilen. Du, ersetze vorne Stein, ersetze vorne Stein. Okay, Techbaum. Achtung, Schild. Knochen. Holz. Achtung, Schild. Brauche ich gleich nochmal ein zweites von. Achso, warte mal. Lager. Wo ist das Achtungsschild? Achtungsschild da. Also wir haben jetzt eins da. Das stellen wir mal ruhig hier drunter. Wir machen eins. Schließen. Eins da hin. Dass sie auf keinen Fall hier rauslaufen. Das heißt, der einzige Weg nach draußen, also in die richtige Oberwelt, ist durch den Teleporter. Und wenn der zu ist, dürfen sie eigentlich nicht nach Hause kommen. Er sieht ziemlich angefressen aus. Sein Fluchtweg ist zu gewachsen mit Efeu und zu geschneit. Das ist gemein. Schaut's bei unseren Zwergen unten aus. Das kann weg. Das kann weg. So, warte mal, du wilde Zwerg, Kontrolle übernehmen. Au. Autsch. Okay, das klappt so nicht. Okay, die Kohle bleibt erstmal da. Aber das hier können wir alles abhauen. So, kriegt ihr auch ein neues Portal, bitteschön. Und der da oben sollte sterben. Und warum fällt da gerade ein Stein von der Decke? Sehr irritierend.